Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Vanquish Monsters. Ja, beim letzten Mal haben wir das sehr, sehr schlechte Ende gesehen von diesem Spiel. Und da war Rosie gestorben. Wir sind am Ende gestorben. Und das ging nicht gut aus. Ich hoffe mal, dass wir diesmal alles richtig machen. Zumindest unser Charakter. Und ich verschwinde jetzt aus dem Bild und wir genießen einfach nur, was jetzt auf uns zukommt. All right, I know you've seen the truth with your own eyes. So you know we don't have any time to lose. Let's go save the real Rose, all right? Good. Then it's settled. My prince, you don't doubt that I'm really me, do you? She's committed, I'll give her that. But I'm afraid your lies won't fly anymore. Whatever do you mean? You're supposed to trust me. This isn't how it's supposed to... What's the use in protesting? Time for plan B. I'll just have to put you out of your misery here and now. Warte, ich muss gegen die kämpfen. Also ich bezweifle, dass sie stark ist, aber warum? Ich bleib einfach mal aus dem Bild. Wie gesagt, ich bezweifle, dass die was aushält. Aber ich gehe trotzdem mal volle Kanone. Und hau so ordentlich drauf, wie es nur irgendwie geht. Muss mal fragen, wie viel hältst du aus? Also stark im Angriff bist du nicht, aber du hältst verdammt viel aus. Einer von meinen schläft. Alter, bist du tanky. Jetzt geh endlich drauf. Danke. Did she say Amon? Isn't that the guy we met in the Circle of Indulgence? So he was the one behind all this. But never mind that now. It's a race against the clock to save Rose. She's in the forest east of Strathbale. Let's get going. Now, let's see your bowling. I'll be having some of them ruby tears. You mark my words. What's happening? Now! Here's your chance! You came! Ah! Tiger Scarma! Rose, are you hurt? Toilet!
then, what are the pair of you? I'll fill you in on the details later. Nothing too serious. But you're hurt, no doubt about it. Let's get you back to Rosehill on the double. All right, you should be good to go. You can rest easy now, Rose. You have my eternal gratitude. I dread to think what might have happened if you hadn't come for me. Yeah, that was a close call. Too close for my liking. But at least we learned something. Rose, the creep who went after you is Amon, one of Randolfo's inner circle. He wanted to fire up our pal here's desire for vengeance and lead him to annihilation. So that was his plan. I can't stay quiet any longer. It's true, there are bad humans out there. Plenty, in fact. But not every human is bad. Some of them are kind and good, like Toylan here. So I'm asking you again. Will you please abandon your plan to destroy mankind? Ich antworte ja, was mein Charakter wirklich antwortet, das entscheidet sich gleich. Oh, thank you. About time, if you ask me. Glad the ideas finally got through that thick skull of yours. Anyway, no time to relax. There's work to be done. We're gonna have to take the fight to Amon, and soon. Don't worry. I know what you're gonna say. For humans and monsters to live in harmony, Randolfo the Tyrant has to go. And who better to replace him than you? Eh? Your Royal Highness? Am I right or am I right? No one knows you like I do, eh? Partner? I can always tell what's on your mind. Wow! Super Goopa! His Highness is going to claim the crown! And you'll be joining us, won't you, Toylan? Just try and stop me! Friends, till the end! Again. Oh, is there something else you... Ah, this is about stealing the sands of time, right? Listen, the way I see it is that we'd gone our separate ways when I nabbed it, so technically, I didn't break any rules. Don't worry, I'll give it back. Now we're on the same team again, I'll be on my best behavior. No more sticky fingers. That reminds me, actually. I wanted to give you this. I promise, it's totally legit. I spotted it while out hunting for magical doodads. Cost me a pretty penny, too. Now we can go to new parts of Nadiria and get even stronger. Perfect for taking down Amon, huh? And Randolfo, too. Come on, no time like the present. Ach, es ist schön zu wissen, dass es Rosie gut geht. Im Übrigen, in Dragon Quest 4 wäre, also was das geheime Ending angeht, wohl, beziehungsweise das gute Ending, Rosie wäre trotzdem tot gewesen. Und die Truppe des Helden hätte eine ganz spezielle Blume gefunden, die Yggdrasil-Blume, und hätte das zum Grab von Rosie gebracht. Daraufhin wäre sie wiederbelebt worden und dann hätte hier sie Zaro wieder zur Vernunft gebracht. Und dann hätte sich Zaro tatsächlich den Helden auch angeschlossen. Ich erwähne das, weil das hier wahrscheinlich nicht der Fall ist.
Zumindest scheint es mir nicht so. Aber man muss hier jetzt nicht den Himmel loben, ne? Es kann ja trotzdem noch passieren, dass Beschissenes passiert. Rosi, du bleibst ab sofort an meiner Seite, ne? Also an der Stelle müssen wir Emsig danken, ne? Ohne ihn wäre Rosi hundertprozentig noch tot. Ich gehe mal davon aus, dass das der letzte Portalit tatsächlich ist. Oder? Ne, da kommt definitiv noch einer, weil hier kommen noch zwei Bereiche. Noch einer und hier kommt noch ein Bereich. Ja toll, jetzt ist natürlich wieder die Frage, was ist die richtige Reihenfolge? Ganz ehrlich, ich gehe doch wahrscheinlich sowieso die falsche Reihenfolge. Gehen wir hier hin zuerst. Obwohl, bevor ich dahin gehe, gehe ich erstmal auf mein normales Team und nach diesem Part grinde ich erstmal. Also ja, ich wechsle eben kurz noch mein Team. To be a neck, but you best leave while you still can. See the temple up there? That's where Blaze is performing his sacred ritual. He's trying to gee up the lost power of the Ifrian Eagle. If he succeeds, we, nay, the entire circle of temper will be fried to a crisp. Immortal bird that came back to life in the middle echelon. No doubt he's planning to use that power for nefarious ends. We've got to stop him. Das werden wir. Ich sehe schon direkt ein neues Monster. Ich sehe noch ein neues Monster. Pam. So, einer schläft schon mal. Dann versuchen wir den Schlafenden da auch mal anzuwärmen. Ich glaube, da hätte ich noch ein paar Mal draufkloppen können. Ich taufe dich, Hollen. Bisschen Heiler. Du müsstest eigentlich richtig gute Heilfähigkeiten haben. Naja, Wiedergeburt. Ach, da fällt mir ein, wir haben noch richtig viel zum Lesen. Bei den Akteuren haben wir zum Beispiel ihn hier. Den Weißwirbel, der Wachsame. Dieser Lindwurm fungiert als Schiedsrichter im Namen des Nidrachen. Er hat die Aufgabe, die Wiederbelebung des Herrn der Unterwelt zu verhindern. Und stellt sich jedem in den Weg, der diese anstrebt. Der war schrecklich. Dann haben wir den Heilschleim. Die kurativen Kräfte der Heilschleime übertreffen sogar die der Doktorschleime. Angeblich lebt ein besonders gütiger Heilschleim unter den Menschen und lindert ihr Leid. Ganz ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Das ist ein netter Schleim. Vom Dunkelschleimkönig haben wir uns den Eintrag nie eingesehen. Obwohl sie Flügel haben, sind diese glitschigen Gebieter leider an den Boden gefesselt. Sie kochen innerlich voll Neid, wenn die dunklen Schleime, die ihnen dienen, angeberisch durch die Lüfte gleiten. Der Pseudo-Machu. Muskulöse Monster, die wuchtige, breite Schwerter schwingen. Lass dich nicht von ihren Rundungen täuschen.
Diese wilden Krieger fliegen ihren Feinden geradezu entgegen. Die sind auf jeden Fall stark im Nahkampf. Einige glauben, dass es sich bei diesen feurigen Flossen um Schlammhände handelt, die in einen Lavastrom geplumpst sind. In jedem Fall solltest du dich vor ihrer Fähigkeit hüten, dich mit einer Fülle phasiger Brocken zu bombardieren. Dieser einst menschliche Held stahl einen verbotenen Zauber und zog damit den Zorn der Götter auf sich. Nunmehr ist er zu einem Dasein als fies verunstalteter, in lose Laken gehüllter Peitscheschwinger verflucht. Ja, das waren die, die gefehlt haben, ne? Uff, gibt es hier viele Monster. Hier haben wir ordentlich was zu tun. Dich habe ich noch nicht. Kranker Kadaver. Okay, alle schon mal geschwächt. Angriff erhöht. Lass das. Okay, ich hab's übertrieben bei dem einen. Alter, wie sehr willst du mich noch vergiften? Ja. 26%. Ach, mit den 66, die ich meistens hatte, da funktionierte es nie. Ich taufe dich Somfred. Advocatius Diaboli, das klingt wie ein Harry Potter Zauberspruch. Der Nachtspalter. Der war immer sehr stark mir gegenüber. Wenn ich ihn einsetze, ist er nicht so geil. Der vernichtende Blick wirkt mega stark. Das ist eine stärkere Version von dem Kriegsschrei. Nur dass der Kriegsschrei safe die Betäubung macht. Ja, diese Fähigkeit ist auf jeden Fall stark, da investiere ich auch direkt. Kann mir die Raupe nochmal über den Weg laufen? Tatsächlich will ich Story heute noch vermeiden. Ich meine, wir haben allein beim letzten Part so extrem viel an Story gehabt. Anwerben! Bei Anwerben kriege ich ja sowieso keine XP. Raupi. Das F von Feuer und dann noch Raupi wegen Raupe. Brandmeister. Hylotosis? Was ist denn Hylotosis? Okay, die Fähigkeiten von ihm sind ends krass. Also wenn man auf Feuer gehen will, dann ist er auf jeden Fall mächtig. Na gut, Leute. Ich würde aber mal sagen, dass ich jetzt hier mal wirklich meine Aufnahmesession mal beende. Tatsächlich habe ich die ein paar Folgen noch dran gehangen, dass ich noch ein bisschen weiter aufgenommen hatte. Also mal nur 5 Folgen. Ich stelle mich hier extra hinter den Turm, damit die mich nicht angreifen. Weil hier sollte ich Ruhe haben. Nach wie vor, ich werde erstmal ein bisschen grinden, damit mein Team ein bisschen stärker wird. Also wir müssen ja wirklich deutlich stärker werden. Also zumindest muss ich die, die ich jetzt beim letztes Mal synthetisiert habe, mal eventuell mindestens Level 30 bringen. Vielleicht auch meine anderen beiden hier mal synthetisieren. Subslimo ist tatsächlich so sehr mächtig, wie er jetzt gerade ist. Aber eine bessere Version wäre natürlich noch nicht schlecht. Wir kriegen ja jetzt hier mittlerweile 10 Monster. Ich kann ja mal bei der Almagierung hier gucken. Es ist auf jeden Fall gut, dass hier Zaro jetzt nicht mehr auf dem Weg der Rache ist. Dass wir jetzt nicht mehr das schlechte Ending haben.
Ich guck mal jetzt nur mit den neuesten Monstern. Am liebsten würde ich ihn eigentlich irgendwo rein synthetisieren. Den Albritter. Und diese Monster, die zwei Plätze verbrauchen, die finde ich extrem schlecht. Auch wenn sie doppelt angreifen, ich mag sie überhaupt nicht. Wenn will ich da aber auch irgendwen dann zusammen synthetisieren, der gut im Nahkampf ist. Beispielsweise den Gnomesis. Ein Feenschleim. Wäre nochmal eine Stufe höher als der Dunkel Königsschleim. Allgemeinmediziner klingt schon gut. Multiheilung, Megaheilung, neue Chance. Das sind einfach die Heilungsfähigkeiten. Dann hätte ich nochmal jemanden, der heilen kann. Und dafür werde ich auf jeden Fall nochmal eine Raupe verwenden. Gucken wir jetzt noch ihn. Wäre natürlich schön, wenn wir eine safe Verstärkung hätten. Sehen wir, wenn die Umrandung gelb ist. Da könnte man diesen Panzerskorpion machen. Dann müsste ich den nicht extra bekämpfen. Wie gesagt, ich werde offscreen ein bisschen grinden. Ich werde mir nochmal eine Raupe holen und mit dem Dunkelkönigsschleim machen, dass wir den Feenschleim haben. Dann kommen da einfach zusätzlich noch die Heilerfähigkeiten. Dann ist der ein kompletter Unterstützer. Dann muss Kai nicht bedingt die Mehrheilung machen. Hat aber dann noch die Option dafür. Eigentlich müsste ich generell darauf gucken, dass ich ein komplettes C-Team mindestens jetzt habe. Weil der letzte Boss, der war ja schon ordentlich krass. Und den konnten wir vom Prinzip her nichts entgegensetzen, wirklich. Dass wir den noch geschafft hatten, diesen Drachen, war ein reines Wunder. Ich würde sagen, hier war es das dann jetzt an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Also bei mir ist eine deutliche Differenz jetzt bis zum nächsten Part, bei euch nicht. Also, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Der bei euch wahrscheinlich direkt morgen ist, aber bei mir eventuell mehrere Wochen. Wegen Grinding. Ciao und bis dann.